Oh, Leute, willkommen zurück zu Super Metroid. Ihr habt es im letzten Part vielleicht schon gesehen. Wir haben in dem Raum tatsächlich noch ein paar Secrets gefunden. Und jetzt geht's den Hauptweg weiter. Ich habe übrigens das Gefühl, dass ich irgendwie mehr Zeit mit den Secrets verbracht habe als mit dem Hauptweg. Keine Ahnung warum. War nur so ein Gefühl, dass ich mehr Itemsuche war als auf der Suche nach dem eigentlichen Boss. Gut, was haben wir hier noch? Hier war ein kleiner Mini-Boss, den haben wir besiegt. Dann geht's jetzt weiter. Das Letzte, was noch fehlt, ist der Space Jump. Wenn wir die Space Jump erstmal haben, dann. Oh, da oben ist ein E-Tank. Sorry Leute, aber den will ich unbedingt noch. Den will ich haben, den E-Tank. Den muss ich haben. Der ist mir ganz wichtig. Da lasse ich mich schon mal nicht fallen. Ich mache hier mal ein Safe vorher. Okay, da komme ich scheinbar auch nicht irgendwie so durch. Ja, deswegen. Deswegen habe ich hier ein Safe gemacht, um nicht wieder abzustürzen. Ah, so geht das also. Okay. Und durch rein! Und ab zum E-Tank. Wie bitte? Was soll das denn? Komm ich gar nicht ran, oder wie? Sackgasse. Na geht doch. Warum nicht gleich so? Da war ein unsichtbares Loch, das habe ich gar nicht gesehen. So. Gleich putzt nochmal. Einfach mal durchwischen. Super. Jetzt fehlen noch 1, 2, 3, 4 E-Tanks fehlen uns noch. Dann ist die Leiste voll. Mal das Gebiet scannen. Aha, da ist ein Loch. Was bist du denn? Was doch bist du? Bist widerlich. Ach, ich komme gar nicht lang, glaube ich. Ich vielleicht irgendwie killen? Nee, das Ding stößt mich weg. Oder vielleicht einfrieren? Vorbei? Das will ich gerade mal austesten. So, beschleichen, wegrollen lassen. Ja, man kann sie austricksen. Super. Jetzt haben wir hier schönes. Was sind das für Viecher? Aus wie Engerling oder Larven oder was auch immer das ist. Was ist das eigentlich? Kann es nicht benutzen, wahrscheinlich weil meine ganzen Missiles voll sind. Oder keine Ahnung. Okay. Scheint
bin nicht voll aufgeladen. Aber es ist ein cooles Versteck. Lass mich mal schön in Ruhe, Metroids. Weil ich kann nicht gut und gern verzichten. Cool, das macht das Ganze ein bisschen leichter. Ich komme schon fast so vor wie Spider-Man. Da komme ich nicht rein, warum auch immer. Ich frage mich, was da gewesen wäre. Naja, ich werde später mal zu dem Raum zurückkommen. Droids. Nein, lasst mich. Lasst mich. Geh weg! Ich sehe es schon kommen, wenn ich hier runterfalle, dann bin ich garantiert irgendwo da, wo ich nicht hin will. Nerviger Metroids hier. Nein! Ich hasse das. Das sind ziemlich blöd. Tastenkonstellation. So, jetzt komm. Ach komm schon, ist doch nur. Jetzt komm schon, Mann. Na geht doch. Sind. Das war jetzt schlecht. Gar nicht so leicht das Ganze. Genau das meine ich. Oh, die Metroids nerven hier richtig. Der Punkt? Ach, geh weg, du blöder Metroid. Ah, okay. Boah, ich mag die Stage jetzt schon nicht. Komm schon. Mann!
Komm schon. Mach dort den Sprung richtig. Ich will doch bloß dahin. Was ist denn daran so schwer? Ja, anscheinend alles. Gut, dann halt. Das klappt auch nicht. Na, geht doch. Boah, sind die Sprünge echt... Die Sprünge sind echt anstrengend teils hier, muss ich sagen. Ich glaube, hier unten war noch was. Ich mich recht entsinne. Hier? Nein. Nichts. Ist aber bestimmt da drin. Ach so. So einfach kann es manchmal gehen. Komisch, die Spikes machen mir gar keinen Schaden am Wasser. Finde ich irgendwie cool. Also mein Fazit wäre schon mal, die Sprünge bei diesen Metroids sind definitiv für mich schwerer als die bei anderen Metroids. Zum Beispiel die auf den Game Boy Advance Teilen. Zum Beispiel am Game Boy Advance. Da hatte ich weniger Probleme mit Sprüngen als hier. Was haben wir hier? Energy Complete Reset. Cool. Was sagt denn die Karte? Karte sagt mir gerade nicht viel. Ich wüsste mal gerne, wo ich jetzt hin muss. Vielleicht da runter? Was trifft mich denn hier ständig? Was ist denn das? Wenigstens kann man nicht absinken. Da ist am Grund irgendwas, das mir Schaden macht. Aber ich weiß nicht was. Bestimmt so Spikes oder so. Muss ich lang? Ich weiß es nicht. Nach oben vielleicht. Oh, diese Metroids hier nerven. Das ist voll unpraktisch. So mitten in so einem sandigen Treibsand-Wassergebiet, keine Ahnung, sind diese Metroids unterwegs. Das finde ich auch ein bisschen blöd, diesen
Trunk. Wo muss ich denn hin? Ich habe keine Ahnung. Wird auch nichts auf der Karte irgendwie angezeigt, wo man hin muss. Das ist das Blöde. Ich muss sagen, dieser Grapple Beam oder was auch immer das ist, macht den Walljump ein kleines, wenn auch kleines bisschen einfacher. Das war jetzt Fail. Oben vielleicht. Ah, nee, das glaube ich auch nicht. Nee, da auch nicht. Dann kann das bloß da unten sein. Ja, das kann bloß da unten sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ach, halt dich doch mal fest, komm schon. Jetzt klappt der Sprung plötzlich auf Anhieb. Witzig. Ja, bloß so ein Teil. Ach so, da muss er erstmal kommen, dass hier was ist. Komm, was kommt jetzt? Da kommt schon der Boss! Okay. Concentration. Ich weiß, dass es hier einen Glitch gab für diesen Boss. Falls man das Glitch nennen kann. Okay, wo ist das Vieh? Da ist das Vieh. Du bist so hässlich. Du bist sowas von hässlich. Okay, Glitch. Wir müssen uns hier an diesen Dingern festhalten. Da, an dem Strommoss kommt. Lass mich los. Lass mich los. Fuck, ich krieg nicht erwischt. Scheiße.
Kann man nicht irgendwie anders noch treffen? Ich glaube die Bauchseite oder so. Nein. Ach nein, jetzt hat er mich schon wieder. Shit. Der lässt nicht los. Der lässt mich einfach nicht los. Alter, wie viel der abzieht. Hallo? Wie viel zieht denn der ab? Na toll, ich bin so gut wie tot, Leute. Ja. Gut, Leute, diesen Boss machen wir im nächsten Part von Super Metroid. Bis dann.